Ziegenstall. Ziegenstall. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Ziegensimulator. Ja. Also, ich habe wieder ein neues Achievement oder eine neue Aufgabe habe ich hier freigeschaltet. Airtime normal, be airborne during this time. Hä? 0S? 9S? Ach so. 0 Sekunden, 9 Sekunden oder was? Airtime. Ja, der muss ja einfach nur hier auf diesen Ventilatoren rauf und einfach nochmal fliegen, oder nicht? Ach, guck mal, den Tanklaster habe ich ja noch gar nicht geheadbanged. LOL. Das war so klar. Ach, guck mal, da oben ist ein hilfloser Typ. Den muss ich auch noch unbedingt da runterkriegen. Den hole ich mir. Leute, die da so einfach so rumhängen. Das sind meine Lieblingsopfer. Leute, die so am Rand von so einem Gebäude hängen, so irgendwie, oder so rumsitzen, so denken, dass da nichts Böses kommt. Die habe ich ja ganz gerne. Die habe ich ja gefressen, solche Leute. Die werden direkt runtergekickt. Aber wo komme ich hoch? Ist die Frage. Moment. Dann müssen wir hier nochmal hingehen. So. Und die Leiter hoch. Und den Kopf dabei gegen die Wand schlagen. Ganz wichtig. Ja, nein! Au! Eine Sekunde bin ich geflogen. Okay. Dann brauche ich wahrscheinlich eine Rakete dafür. Komm. Ja! Ich hab's immerhin auf die zweite Etage geschafft. Muss man doch irgendwo noch anders wie hochkommen, oder nicht? Ah ja, hier sind Leitern. Guckt euch das mal an. Ich muss mir ja nämlich diesen Typen holen. Den, der da so rumsitzt. Ah, Moment. Da komme ich so hin. Aber muss man doch ein bisschen. Lol, ich bin durch den Boden geglitscht. Goddammit. Ach nee. Die Balken sind beweglich. Guck mal, die kann man auch. Oh, es regnet Kisten. Scheiße, komme ich da jetzt überhaupt noch hoch? Doch, da rechts ist noch eine Leiter, okay. Das ist gut, dass die Entwickler mitgedacht haben. Na, wo hockt der denn jetzt hier? Habe ich ihn schon... Oh, ups. Ups. Was ist das? Ha! Jetpack! Air to Jet. Yay, Baby! Moment. Wie? Moment. Warum fliegt der nicht? Ah, okay, ah. Ah, ja, okay, ich verstehe. Ah. Es ergibt einen Sinn. Au. 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 Ah. Moment. Moment. R, um das Jetpack zu aktivieren. Also dann springen wir mal und... Lala. Moment. Da muss ich mal ein bisschen höher gehen irgendwo. Das kann man überhaupt nicht kontrollieren, wo man hinfliegt irgendwie. Das ist total unkontrollierbar, das Teil.
Jetzt. Ich will in die Tankstelle reinfliegen, aber ich krieg's nicht hin. Ich bin leider zu inkompetent zum Fliegen. Ach, da sitzt dieser Typ. Okay. Moment. Kann doch mal zu dem hinfliegen, oder? Was man hier alles so entdeckt in dem Spiel. Immer neue Sachen an jeder Ecke. Jetpacks. Typen, die irgendwo sitzen und runtergekickt werden wollen. Alter, was ist denn das da? Guckt mal in dem Container. Das ist ein tanzender Roboter da drin. Seht ihr das? Und eine Statue gibt es da auch. Das heißt, ich muss irgendwie versuchen, in diesen Container reinzukommen. Aber jetzt möchte ich gerade eigentlich nochmal versuchen zu jetpacken. Yeah! Schade. Ich dachte, ich schaff's mit dem Jetpack. Komm, 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 Baby, komm! Oh Gott. Oh mein Gott. Ja. Jetpack ist irgendwie scheiße. Oder ich komme damit einfach noch nicht klar. Beides ist möglich. Oh Gott, sie ist tot. Ich glaube, ich habe sie getötet. Ha! Doch nicht. Headbutt Car. Ich kriege auch noch. Get hit. Boah, Alter. Get hit by truck. Auch meine leichteste Übung, ja. Boah! Verkehrsraudi, habt ihr das gesehen? Möchte da oben rauf? Dann lasse ich mich von dem Luftzug nach oben katapultieren und dann, liebe Freunde, dann aktiviere ich das Jetpack. Komme ich da irgendwie rauf? Ah ja, hier so. Moment. Das Jetpack ist zu schwer, kann das sein? Oder ich bin zu doof? Ich glaube, ich bin einfach nur zu glatt. So. Was ist das? Einfach mal kicken. Wenn man nicht weiß, was es ist, einfach rückwärts wegkicken. Boah, da hat sich aber einer gehen lassen. Ach, Moment mal, genau, ich kann ja Äxte auch lecken. Yeah! Jetzt bin ich ein Axtmörder. Ja, irgendwie mit dem Jetpack ist irgendwie nicht so geil, muss ich sagen. Weil man halt nicht zielen kann so richtig irgendwie. Man kann halt die Ziege nicht gezielt lenken. Ja, so wie so ein Terrorist in ein Gebäude zum Beispiel. Das kann man halt nicht mit der Ziege. Das haben sie bestimmt bewusst gemacht. Damit Leute nicht irgendwelche Anschläge trainieren können, wenn sie Ziegen irgendwelche Jetpacks umschnallen. Und dann die Ziegen in irgendwelche Gebäude reinfliegen lassen wollen, ja. Dass man das vorher nicht trainieren kann. Am Computer oder so. Unglaublich gefährlich wäre das. Stellt euch das mal vor. Fliegende Ziegen mit Jetpacks, die irgendwo in Gebäude reinfliegen und explodieren. So. Ernst beiseite, Spaß, komm her. Jetzt versuche ich da reinzufliegen. Hahaha, das hat so wunderbar funktioniert, oder? Scheiße. Ich sehe nicht, wo ich bin. Also ich muss 9 Sekunden fliegen, damit ich das nächste Achievement kriege. Aber das kann ja auch knicken. Wartet mal, hier gibt's doch Feuerwerk. Hier gibt's doch Feuerwerk überall. Ha, lol, ich wollte ihn eigentlich... Geh weg, geh weg, geh weg. Kick, bitch, bicke. Bicke, bitch.
Big Spicke. Es ist immer wieder ein Event hier, Autos zu kicken. Ich weiß auch nicht. Moment. Was wollte ich denn jetzt? Irgendwas Sinnvolles wollte ich jetzt machen. Das habe ich wieder vergessen. Genau, ich wollte den Typen wegkicken. Ach, guckt mal, ein Tank. So. Jetzt muss ich sagen, nutzt es sich schon langsam ab. Hä? Kann ich die Ziege nicht? Ich wollte gerade sagen, das muss doch gehen. Kick Goat. Ach, guckt mal, da ist ja noch so eine goldene Statue da. Weg. Gib mir die goldene Statue. So, jetzt versuche ich das hier nochmal mit diesem Luftansaug-Dingens. Und aktivieren. Energie, Scotty. Energie. Scotty, nein, nach oben. Ah, ich habe 7 Sekunden. Ich hatte es fast. Ach, jetzt bin ich wieder hier bei dem illegalen Straßenrennen. Irgendwo muss es doch hier noch ein leicht erreichbarer... Ah. Oh, yes, baby. Ja. Ja. Ah. Was? Lol. Okay, also mein Total Score ist schon ziemlich hoch. Aber dieses Achievement hier, das mit Airtime Normal, habe ich noch nicht geschafft. Lol, sieht auch ziemlich witzig aus. Man kann hier bestimmt nicht rein in den Tunnel, oder? Wer ist das denn? Kick Lamp Post. Aha. Gasflaschen. Poff. Ja, schade, dass die Häuser nicht auch explodieren. Diese Zeit-Challenge will ich jetzt nicht machen. Ich höre den Sound immer noch, obwohl ich das Ding ausgeschaltet habe. Autsch. So, ich versuch's nochmal vom Turm hier. Springen und aktivieren. Ja, man kann es halt einfach nicht kontrollieren, das Jetpack. Und irgendwie geht mir der Sound gerade tierisch auf die Nerven. Es geht mir tierisch auf die Nerven. Ja, das ist das beste Wortspiel, was ich jetzt... Aua, da wäre ich direkt bestraft. Da wäre ich direkt beim Autounfall bestraft. Nochmal Michael Bay nachmachen, komm. Skillshot, genau. Das ist der absolute Skill gewesen. Boah. Ich sehe gar nichts. Boah, der Sound geht mir auf den Sack. Der ist permanent jetzt an. Okay, passt auf. Die Folge ist an der Stelle zu Ende, würde ich sagen. So. Haben wir nochmal einen kleinen Stunt gemacht. Noch einen kleinen Stunt. Und ich würde ja trotzdem immer noch gerne diesen Typen, der da oben so rumsitzt, den würde ich ja gerne noch mitnehmen irgendwie. Vielleicht machen wir das noch in der Folge. Das ist auch eine ziemlich interessante Position. Ich würde sagen, das ist das perfekte Schlussbild, ja. Ich glaube, mehr muss man nicht mehr sehen jetzt an der Stelle. Da würde ich sagen, vielleicht bis zum nächsten Mal beim Ziegensimulator. Mal sehen, wie das hier alles so ankommt, ne? Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.